Heute stellen wir die Frage der Woche in Bielefeld auf dem Siegfriedsplatz. Schauen Sie sich die Fußball-WM von zu Hause aus an oder haben Sie sogar überlegt, dafür nach Südafrika zu fahren? Wenn uns jemand mitnimmt, warum nicht? Ja, wenn ich ein Ticket hätte, normal. Nein. Also Südafrika ja, aber so fußballbegeistert bin ich doch nicht, dass ich danach für Südafrika fahren würde. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, für einen relativ günstigen Preis dorthin zu fliegen. Leider ist das natürlich jetzt von der Zeit nicht mehr möglich. Wir haben das so ein bisschen bedauert. Aber wenn ich das jetzt 14 Tage vorher gewusst hätte, wäre ich glaube, zu 99% dorthin geflogen. Hatten Sie mal erwogen, dafür vielleicht sogar nach Südafrika zu fahren? Ach so, ja, gerne. Nein. So ein großer Fußball für mich nicht. Ich bin zwar sportbegeistert, aber Fußball ist nicht mein Leben. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Da haben wir auch nicht so die finanziellen Mittel für. Also hat organisatorische und finanzielle Gründe. Ja, und auch Urlaub und so, da würde ich jetzt meinen Urlaub, glaube ich, auch nicht für geben. Aber so zu Hause machen wir das schon ganz gerne. Das ist mir zu kurz. Also 2 oder 3 Tage nur für ein Spiel da runterzufahren, ist mir zu viel Aufwand. Ich weiß schon, das ist unmöglich. Durch Kinder und einfach mit Alltag, es ist unmöglich. Sonst hätte ich gerne. Wenn es finanziell möglich gewesen wäre, wäre ich dahin gefahren, ja. Dass das ein relativ armes Land ist, das spielt dabei keine Rolle. Nö, glaube ich jetzt nicht. Also, die hatten jetzt da, also ich hätte am Anfang auch eher gedacht, dass sie mit der Organisation ein paar Probleme haben, aber es haben die eigentlich ganz gut hingekriegt mit dem Stadion und alles. Also, nö, also warum nicht? Man muss hier wirklich mal zwei Dinge voneinander trennen. Man muss grundsätzlich den Fußball mit seinem Reiz und mit all diesem Drumherum, ja, muss man auf die eine Seite stellen. Dann sollte man auf der anderen Seite aber auch nicht vergessen und sich die Frage stellen, war das überhaupt klug, diese Weltmeisterschaft in ein Land zu geben, wo es sehr viele Menschen gibt, die nicht wissen, ob sie morgen noch leben und ob sie morgen noch ernährt werden. Ja, also ich finde, ich habe das jetzt gehört, dass die ganzen Straßenhändler vertrieben werden und alles. Also das ist natürlich, hat alles seine Vor- und Nachteile. Also es bringt bestimmt auch denen einiges Geld, aber den Armen wird es nicht unbedingt helfen. Die haben ganz andere Probleme, als eine WM auszustatten oder auch durchzuführen. Von daher ist das nicht so die beste Lösung gewesen, sage ich mal. Das finde ich ziemlich grenzwertig. So. Also dass hier Millionen rausgesteuert werden für PA, für ne, so diese ganzen Geschichten und dass die Leute da eigentlich nichts von haben. Also ich hätte sowieso vor, gerne, wenn es finanziell möglich ist, da selbst mal ein Projekt zu machen und mit Kindern da vor Ort Fußball zu spielen. Und mal gucken, ob ich das vielleicht nach dem Studium dann anschließe. Von daher habe ich da eigentlich keine Probleme mit.